Liebe Leser, heute möchte ich noch mal ein Video machen und ganz schönes Thema behandeln, nämlich Tolkien und natürlich besonders, wenn es um Tolkien geht, das Thema der Herr der Ringe. Tolkien selber war Katholik, traditioneller Katholik und hat wundervolle Dinge geschrieben, über den Glauben, über die Kirche. Hatte ein sehr, sehr christliches Menschenbild, vieles davon im Herr der Ringe verarbeitet. Es ist auch ein sehr ermutigendes Werk und ich möchte darüber kurz sprechen, auch gerade was die katholische Tradition angeht, weil viele wissen gar nicht, dass Tolkien selber auch ein Kritiker des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Neuen Messe war. Ich möchte kurz darauf eingehen und auch ein paar Zitate von Tolkien bringen, was er gesagt hat über die moderne Zeit, über die neue Messe, über die neue Liturgie und was sozusagen die Ideen von Tolkien sind. Und ich möchte vor allen Dingen auch zitieren aus einem Artikel, den ich da geschrieben habe, in dem fast alles drinsteht. Den verlinke ich auch in der Beschreibung. Der Artikel heißt Tolkien als Vordenker der katholischen Tradition. Katholische Tradition meine ich jetzt vor allen Dingen die Entwicklung, die sozusagen als Opposition zu den Neuerungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist. Also das, was sich sozusagen Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre etabliert hat. Vor allen Dingen natürlich der markanteste Punkt ist die Gründung der Priesterbruderschaft St. Pius X. 1970. Ich zitiere jetzt mal einige Stellen aus dem Artikel über Tolkien. Ich beginne mit einem Zitat von Chesterton. Die moderne Welt ist nicht böse. In mancher Hinsicht ist die moderne Welt viel zu gut. Sie ist voll von wilden und verschwenderischen Tugenden. Wenn ein religiöses System zerbrochen wird, wie das Christentum in der Reformation, werden nicht nur die Laster freigesetzt. Die Laster werden in der Tat losgelassen und sie wandern umher und richten Schaden an. Aber auch die Tugenden werden losgelassen und die Tugenden wandern wilder und die Tugenden richten mehr schrecklichen Schaden an. Die moderne Welt ist voll von den alten christlichen Tugenden, die verrückt geworden sind. Die Tugenden sind verrückt geworden, weil sie voneinander isoliert worden sind und allein umherwandern. So kümmern sich wenige Wissenschaftler um die Wahrheit und ihre Wahrheit ist erbarmungslos. So kümmern sich einige Menschenfreunde nur um Mitleid und der Mitleid ist leider oft unwahr. Das sind die Worte von Chesterton und sie passen, glaube ich, ganz, ganz gut auch zum Herrn der Ringe und zu dem, was Tolkien gesagt hat. Tolkien selber hat gesagt, schreibt er in seinem Brief, die Briefe kann man nachlesen hier in diesem Werk, das ist eine Briefsammlung, J.R.R. Tolkien, The Letters of J.R.R. Tolkien. Er schreibt dort in Brief Nummer 142, der Herr der Ringe ist katholisch. Der Herr der Ringe ist natürlich ein durch und durch religiöses und katholisches Werk, anfangs unbewusst, aber bei der Überarbeitung bewusst. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was genau ist katholisch an der Herr der Ringe? Ein ganz wichtiger Punkt ist die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen. Die Menschen in Herr der Ringe sind nicht völlig verdorben, also ihre Natur ist nicht komplett verdorben, wie das im Protestantismus gelehrt wird, sondern die Natur des Menschen ist zum Bösen geneigt, denke ich, das kommt in Herr der Ringe vor, ja, dass die Menschen böse Züge haben und dass sie erlöst, dass sie gerettet werden müssen. Das sieht man zum Beispiel auch gut am Charakter Boromir. Und das, was letztlich Rettung bringt in Herr der Ringe, das ist die Güte, die die Menschen zeigen. Und die Güte steht auch für die Menschen ein, wenn sie am Ende zu schwach sind, selber zu kämpfen und für sich einzustehen. Und das ganze Tolkiens Anthropologie, Tolkiens Menschenbild, schreibt er auch sehr, sehr gut im Brief 181 aus dem Jahr 1956. Da sagt er, da geht es hier vor allen Dingen darum, wie die Rettung der Welt vollzogen wurde, wie die Zerstörung des Ringes stattgefunden hat. Tolkien sagt, Zitat, aber an diesem Punkt wird die Rettung der Welt und Frodos eigene Rettung durch sein vorheriges Mitleid und seine Vergebung der Verletzung erreicht. Jeder vernünftige Mensch hätte Frodo zu jedem Zeitpunkt gesagt, dass Gollum ihn mit Sicherheit, nicht ganz sicher, die Unbeholfenheit in der Treue Sams war es, die Gollum schließlich an den Rand des Abgrunds trieb, als er im Begriff war, Buße zu tun,
verraten würde und ihn am Ende ausrauben würde. Ihn zu bemitleiden, es zu unterlassen, ihn zu töten, war ein Stück Torheit oder ein mystischer Glaube an den ultimativen Wert von Mitleid und Großzügigkeit an sich, auch wenn er in der Welt der Zeit verhängnisvoll ist. Er beraubte und verletzte ihn am Ende, aber durch eine Gnade war dieser letzte Verrat genau zu einem Zeitpunkt, als die letzte böse Tat das günstigste war, was jemand für Frodo hätte tun können. Durch eine Situation, die durch seine Vergebung geschaffen wurde, wurde er selbst gerettet und von seiner Last befreit. Ihm wurde zu Recht die höchste Ehre zuteil, denn es ist klar, dass er und Sam den genauen Ablauf der Ereignisse nie verheimlicht haben. Bringt, glaube ich, ganz, ganz schön auf den Punkt, wie Tolkien letztlich die Rettung auch versteht. Er spricht hier von einem mystischen Glauben, er spricht von Gnade. Ja? Der Ring wird nicht zerstört, weil Frodo knallhart gewesen ist und sozusagen in einem Machtkampf alle umgebracht hat, sondern weil er dieses Mitleid gegenüber Gollum gezeigt hat, weil er diese Liebe gehabt hat. Deswegen wird am Ende die Welt gerettet und der Ring zerstört. Es ist ein ganz, ganz interessant, wie Tolkien ja, das aufbaut. Ja? Und der stärkste Charakter, menschlich gesehen, körperlich gesehen, Boromir, ist derjenige, der zur größten Gefahr wird, der neuen Gefährten. Ein weiterer Punkt ist das Naturbild in Herr der Ringe. Und hier ist auch das Interessante, dass Tolkien weder eine Naturromantik hat, die sozusagen die Natur total romantisch verklärt, so wie das heute oft passiert mit Fridays for Future, dass so eine Art Neuheidentum ist, dass die Natur total gut ist und der Mensch ganz böse ist. Das kommt eigentlich nicht vor. Also es gibt auch keine Anbetung der Natur, kein Gaia-Bild. Ja. Tolkien hat auch Bäume, die Menschen verschlingen, die kommen alle in den Büchern vor. Aber es ist auch so, dass Tolkien, ja, würde ich sagen, ein Naturbild hat, das von einer gefallenen Schöpfung spricht. Und was Tolkien wichtig ist, dass es um die Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung geht. Es geht darum, dass der Mensch durch die richtige Ordnung von Natur und Gnade geheilt wird. Das ist, denke ich, das Entscheidende von dem, was Tolkien sagt. Ja? Es geht sozusagen auch, glaube ich, um ein Bild einer scholastischen Naturrechtsgrundlage. Und wichtig ist, ein richtiges Leben zu finden. Die klassische naturrechtliche Definition, moralische Definition heißt, dass man secundum naturam vivere leben soll, das heißt gemäß der Natur. Und wie Thomas von Aquin das nachher ausdrückt, secundum rationem, das heißt gemäß der Vernunft soll man leben. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass Tolkien auch versucht, dieses Bild in Herr der Ringe zu vermitteln. Also auf der einen Seite zu sehen, dass es einen Sündenfall gibt, aber auf der anderen Seite auch schaut, wie kann man das heilen, ja, ohne dass man alles zerstört. Und es ist auch wirklich ganz klar, dass Tolkien an den Sündenfall selbst geglaubt hat. Das schreibt er nämlich. Ja. Das kommt vor allen Dingen an der Stelle zum Ausdruck, indem er sich sehr, sehr kritisch über die Maschinen äußert. Und auch in einem Interview, das sein Sohn Christopher Tolkien in einem Interview sagt. Es gibt ein Interview von Christopher Tolkien, in dem er sagt, dass Tolkien sehr skeptisch war, was Fortschritt, Technik und Maschinen angeht. Tolkien hat den Ring vor allen Dingen, also J.R.R. Tolkien, hat den Ring als oberste Maschine gesehen. Denn der Ring sei seinem Wesen nach der Maschine sehr ähnlich. Magie sei Zwang, im Original Coercion, Zwang auf die Welt, der Versuch durch Maschinen die Welt zu verändern. Vor allen Dingen sei es sehr gefährlich, Zwang auszuüben, um ein gutes Ende zu erreichen. Christopher Tolkien sagt, dass sein Vater J.R.R. Tolkien vor allen Dingen immer sehr davor gewarnt hat, ja, schlechte Mittel anzuwenden, um Good Ends, wie er im Original sagt, zu erreichen. Das war etwas, was Tolkien immer große Angst gemacht hat.
Tolkien ging davon aus, dass der Mensch mit Werkzeugen und nicht mit Maschinen die gefallene Welt wieder ordnen soll. Vor allen Dingen deshalb, weil die wirklichen Probleme mit Maschinen nicht gelöst würden. Und Tolkien schreibt selber in einem Brief: Die Tragödie und Verzweiflung aller Maschinen liegt offen zutage. Anders als die Kunst, die sich damit begnügt, eine neue, sekundäre Welt im Geist zu schaffen, das ist das, was im Englischen Secondary World heißt, ein ganz wichtiger Begriff, auch um die ganze Literatur zu verstehen. Also anders als die Kunst, die sich damit begnügt, eine neue, sekundäre Welt im Geist zu schaffen, versuchen sie, die Maschinen, das Verlangen zu verwirklichen und so Macht in dieser Welt zu schaffen. Und das kann nie wirklich zu einer echten Befriedigung führen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Arbeitssparende Maschinen schaffen nur endlose und schlechtere Arbeit. Und zu dieser grundsätzlichen Unfähigkeit eines Geschöpfes kommt noch der Sündenfall hinzu. Hier haben wir es schwarz auf weiß. Der unsere Maschinen nicht nur am Begehren scheitern, sondern zu neuem und schrecklicherem Bösen werden lässt. Also Tolkien geht ganz klar von der gefallenen menschlichen Natur aus, vom Sündenfall und hat daher auch Angst vor einem Fortschrittsoptimismus, der auch das Böse des Menschen fördern und stärken kann. Es gibt auch etwas in Herr der Ringe, was eine Kritik am Fernsehen sein kann oder was man so lesen kann. Also wortwörtlich kann man das sogar als Fernsehen übersetzen. Es geht um diese Kugeln, diese Kristallkugeln, die Palantiri. Das Wort Palantir im Singular ist Quenya, die Sprache, die Tolkien erfunden hat, und es setzt sich zusammen aus den Worten Palan, fern, und weit, Tier. Palantir ist eine von mehreren unzerstörbaren Kristallkugeln, wie gesagt, und sie werden benutzt, um die Kommunikation und das Sehen von weit entfernten Ereignissen in Mittelerde zu ermöglichen. Und Tolkien lässt Gandalf über die Palantiri sagen, es kommt im Buch vor, gefährlich, wohl, aber nicht für jeden. Aber es gibt nichts, das Sauron nicht missbrauchen kann. Sauron hat es zu spüren bekommen. Der Palantir zog ihn ins Unglück, wie mir jetzt klar wird. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Gefährlich für uns alle sind die Erfindungen einer Kunst, deren wir selbst nicht mächtig sind. Das ist, glaube ich, eine starke Kritik auch am Fernsehen. Und das kann man auf jeden Fall so verstehen. Also man findet im Herr der Ringe auf jeden Fall eine Weltanschauung, die den Sündenfall ernst nimmt und damit zur Opposition auch steht zum heutigen Liberalismus. Es geht Tolkien nicht so sehr um Fortschritt und Entwicklung, sondern um die Heilung der Gebrochenheit. Das ist das höchste Ziel nach Tolkien. In religiösen Worten die Vergebung der Sünden und die Wiederherstellung der Gnade. Das ist das, was ganz, ganz wichtig ist in der Herr der Ringe. Und am Ende vom Herrn der Ringe ist es auch so, dass Frodo das Auenland verlassen muss. Und das kommt im Film leider nicht so stark rüber, warum das so ist. Aber im Buch gibt es eine Stelle, in der das auch erklärt wird. Also das Opfer, das Frodo bringt, sorgt zwar für ein neues Leben, aber es sorgt auch dafür, dass er das Auenland verlassen muss. Und man kennt vielleicht aus dem Film die Stelle, wo Frodo weggeht und Sam ganz überrascht ist, dass Frodo jetzt mit diesen Schiffen zu den Grauen Amphorten wegfährt. Und warum das so ist genau, das steht sehr, sehr gut im Buch. Am Ende des dritten Teiles, am Ende von Der Herr der Ringe, dort heißt es, aber, sagte Sam, und Tränen traten ihm in die Augen. Ich dachte, auch du würdest noch Jahr um Jahr am Auenland deine Freude haben, nach all dem, was du getan hast. Das dachte ich auch einmal. Aber ich bin allzu tief verwundet, Sam. Ich habe das Auenland zu retten versucht, und es ist gerettet worden, doch nicht für mich. So geht es oft zu, Sam, wenn etwas in Gefahr ist. Der eine muss es aufgeben, es verlieren, damit die anderen es behalten können. Du aber bist mein Erbe, alles, was ich hatte und hätte haben können. Hinterlasse ich dir. Ja, das zeigt, glaube ich, ganz, ganz gut, worum es geht und was auch der Sinn und der Wert des Opfers ist. Das ist, finde ich, auch eine Erklärung auch des christlichen Opfers. Vor allen Dingen dieser Satz. So geht es oft zu, Sam, wenn etwas in Gefahr ist. Der eine muss es aufgeben, es verlieren,
damit die anderen es behalten können. Das ist auch im Grunde das, was jeder Soldat tut. Er opfert sich im Krieg, im Kampf, damit andere sicher leben können und in Freiheit im Land leben können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Opfergedanke, dass Opfer und Freiheit und neues Leben zusammen gehören. Ganz wichtiger Gedanke, der im Herrn der Ringe steht und etwas, was man heute oft vergessen hat. Ja, jetzt noch zum zweiten Teil. Da geht es um das Konzil und die neue Messe. Und Tolkien hat das alles sehr, sehr kritisch gesehen, was da mit dem Konzil passiert ist. Schreibt er wiederum in seinen Briefen, die, wie gesagt, hier in diesem Buch hier sehr, sehr gut nachgelesen werden können. Und Tolkien sagt in einem Brief aus dem Jahre 1967 über das Konzil, die protestantische Suche rückwärts nach Einfachheit und Direktheit, die natürlich gute oder zumindest verständliche Motive enthält, ist ein Fehler und tatsächlich vergeblich, weil primitives Christentum jetzt und trotz aller Forschung weitgehend unbekannt bleibt. Denn Primitivität ist keine Garantie für Wert und ist und war ein Spiegelbild von Ignoranz. Schwere Missbräuche waren von Anfang an ebenso wie heute ein Element im christlichen liturgischen Verhalten. Und was Tolkien auch nicht mochte, war die Liturgiereform. Sein Enkel sagt, dass er es erlebt hat, dass er nach der Liturgiereform mit Tolkien in der Messe war und Tolkien immer die Antworten der neuen Messe auf Latein gegeben hat. Der Enkel erinnert sich an die Zeit und sagt, mein Großvater stimmte den Änderungen offensichtlich nicht zu und machte alle Antworten sehr laut auf Latein, während der Rest der Gemeinde auf Englisch antwortete. Ich fand die ganze Erfahrung ziemlich quälend, aber mein Großvater ließ sich nicht beirren. Er musste einfach tun, was er für richtig hielt. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz amüsante Anekdote. Die grundsätzliche Entwicklung nach dem Konzil war für Tolkien sehr, sehr schlimm. Er schreibt in einem weiteren Brief, nämlich sehr, sehr dramatisch, die Kirche vor dem Konzil, Klammer auf, Klammer zu, fühlte sich einst an wie ein Zufluchtsort. Im Original sagt er Refuge. Jetzt fühlt sie sich oft an wie eine Falle. Trap im Original. Wir können nirgendwo sonst hin. Wir können nichts tun, als für die Kirche, den Stellvertreter Christi und uns zu beten. Also das sind ganz, ganz dramatische Worte, die Tolkien schreibt über die Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und er sagt auch, dass das Aggiornamento ernste Gefahren, grave dangers enthält. Und er sagt auch weiterhin, dass in einem Brief an seinen Sohn Michael, dass die Versuchung zum Unglauben immer in uns ist. Ein Teil von uns sucht nach Entschuldigungen, die von außen kommen. Je größer die innere Versuchung, desto eher und heftiger sind wir bereit, von anderen skandalisiert zu sein. Also Tolkien hat wirklich, sagt er selber, auch schrecklich gelitten unter müden, stumpfen, schlechten Priestern. Aber er sagt auch, ich kenne mich nun gut genug, um mir bewusst zu sein, dass ich nicht die Kirche verlassen soll. Würde Tolkien die Kirche verlassen, so sagt er selber, bedeutet das, die heilige Kommunion zu verleugnen und unseren Herrn Jesus Christus einen Schwindler zu nennen. Und das ist das natürlich, was Tolkien nie tun wollte. Und Tolkien ist auch gestorben als frommer, gläubiger Katholik. Und ich möchte jetzt zum Ende auch nochmal ein ganz, ganz schönes Zitat bringen von Tolkien. Nämlich das, was Tolkien über Christus sagt. Auch wieder in einem Brief aus dem Jahre 1963. Da sagt er, der Heiler, der Heiland, wie der Erlöser üblicherweise auf Altenglisch genannt wurde, soll meine Fehler heilen und du sollst nie aufhören zu rufen, Benedictus qui venit in nomine Domini. Gelobt, der da kommt im Namen des Herrn.